Wir sind in Neolumina. Eine schöne Gegend, wie ich finde. Ich mag's ja bunt und das nächtliche Feeling hat Stil. Heute gibt's Sektor 2 und der ist, wir sehen es direkt, anscheinend größer als der erste. Aber einfach mal nachschauen und gucken. Ne? Lucky, lucky machen. Im letzten Part gab's Sektor 1 am Stück. Die 100%, die werden da auch noch voll gemacht. Mal schauen, wie hier die Abzweigungen uns gewogen sind. Ja, wir sind weiterhin gut gelevelt, gut dabei. Gucken uns an, was für Gegner uns erwarten. Okay, jeder Sektor hat natürlich, Gott sei Dank, eigene Gegner, um es unterhaltsam zu gestalten. Hier haben wir neue Versionen dieser blumenartigen Roboter. Sind es Roboter? Ich weiß nicht. In dem Falle vielleicht. Aber die sind keine Herausforderung, wie ich sehe. Man merkt es an dem Geld, an den EP. Nicht der Rede wert. Nee, ernsthaft, ich mag es nachts, muss ich euch sagen. Ich mag es, wenn es regnet. Und ich mag es bunt. Und ich mag kontrastreiche Lichter. Also eigentlich ist es genau mein Ding. Ich meine, in so einer Stadt würde ich ungern leben wollen. Ne? Ich will auch meine Ruhe. Ich würde gern mal irgendwie in einem kleineren Ort leben. Das ist schon immer mein Lebenstraum. Das sind meine niedrigen Ansprüche. In einem kleinen Ort leben. Ja, und damit meine ich nicht in der Stadt. Ich wohne ja mein ganzes Leben schon in Darmstadt. Und für eine Stadt ist Darmstadt schon tipptopp. Außer, dass der grüne Bürgermeister hier wirklich übertrieben hat. Mit den Radwegen, das mit den Autos halt. Wo es vorher lief mit zwei Spuren. Für die Autofahrer, dass die nur noch eine Spur haben und der Verkehr dann halt stockt. Dass du erstmal 10 Minuten an der Ampel stehst. Nur weil da links oder rechts ein leerer Radweg ist, wo kein Radfahrer kommt. Das ist umstritten. Behaupte ich einfach mal. Dieser Bürgermeister ist tatsächlich entfernt mit mir verwandt. Der Jochen Patsch. Oberbürgermeister Darmstadt. Ja. Was soll ich sagen, ne? Aber bis davon abgesehen ist Darmstadt eine tolle Stadt. Man hat hier alles, was man braucht. Ne? Ist nicht so groß wie Frankfurt, München etc. Die Mieten sind so hoch wie in Berlin oder München. Tatsächlich. Ach, ich glaube, es gibt in jedem Ort was zu meckern, zu kritisieren und sich und teils sich wohl zu fühlen. Das ist nicht gut. Ich warte immer noch auf den Checkpot. Ne, sogar Lumpen. Also weiter im Text. Ich würde sagen, den Level gucken wir uns nochmal an, damit wir ein besseres Verständnis von den Abzweigungen hier bekommen. Das ist ja nicht sofort voll machen. Guck mal, das ist auch schon Ende. Ob das symmetrisch ist, würde ich halt wenigstens gerne wissen. Ja. Aber tatsächlich, ich habe schon mal übernachtet bei einem guten Kumpel für die Gamescom 2018, da war ich. Und da wohnt in NRW in einem winzigen Dörfchen Nähe Windeck. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich bin irgendwann, ich habe da gepennt im Gästezimmer und ich bin aufgewacht irgendwann und es war still. Vielleicht ein bisschen Vogelgezwitscher. Ja. Nicht irgendwie die Bremse von der Straßenbahn in der Ferne. Quietsch! Schreiende Besowskis. Kinder, die komplett am Abspacken sind oder mit dem Fußball gegen die Hauswand hämmern. Oder irgendwelche hupende Autofahrer. Sag mal, was macht ihr denn neuerdings? Sans legt sich mit jedem an, offensichtlich. Ja, oder irgendwelche Baumpflege. Das kennen die Dorfkinder nicht. Vielleicht, dass das... dass da einfach mal der Hausmeisterdienst kommt und morgens um 7 oder 8 anfängt mit der Baumpflege. Wenn man als YouTuber mit kaputten Schlafrhythmus, ich meine, inzwischen geht's, aber ich hatte auch schon wilde Zeiten. Mit kaputten Schlafrhythmus und dann kommen die morgens Baustelle oder hast du nicht gesehen, unerwarteterweise und oh, jetzt geht's mal wieder drunter und drüber hier. Also, und dann einfach mal aufzuwachen, ohne geweckt zu werden von Stadtleben. Ich meine, Gamescom 2018 beim Kumpel auf dem Dorf.
weil ich Gamescom 2014 und 15 ein Hotel hatte in Köln, direkt am Rhein, ganz in der Nähe vom Dom. Da ist unten so ein Restaurant. Riesenstalker von euch würden so rauskriegen, was ich jetzt meine für ein Hotel. Das war schön, das hatte Ado mir empfohlen, der war da schon früher. Hotel ist gut, morgens Frühstück unten stark. Und auch mit so einem Hinterausgang, also es interessiert keinen, wo du dich rausschleichst oder auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Dann gehst du doch lieber zu Rudi. Und so weiter und so fort. Solche Sachen. Aber es war halt Köln. Es war halt die Stadt. Ich war richtig unwohl. Es ist ja Sommer, Gamescom, August rum. Und mich hat das gestört. Du hast permanent Geräuschkulisse gehabt. Ja, die war direkt am Rhein. So ist es. Aber wisst ihr, wie ich meine? Das war ja hardcore. Alle, die irgendwie zum Kölner Dom laufen. Ich glaube, ich gehe hier noch weiter. Das ist nicht ganz synchron. Da will ich ein bisschen erkunden. Und sich da rumtreiben am Rhein. Und das ist in der Nähe von dieser Brücke mit den... Also es gibt mehrere Brücken, glaube ich. Aber die berühmte Brücke mit den Liebesschlössern. Und boah, und auch nachts. Und die Schiffe und die Leute. Und boah, ich habe mich so unwohl gefühlt. Und dann habe ich halt auch, obwohl stickiger Sommer war, da ein Fenster zugemacht, damit mal ein bisschen Ruhe ist hier. Da komme ich nicht zur Ruhe. Also wenn man so will, ist man in Darmstadt dann auch... gut in der Mitte, ne? Kann schon mal einen ruhigeren Tag haben. Oder kann schon mal die Baumpflege kommen. Aber es ist nicht wie am Kölner Dom am Rhein. Also. Genau. War nicht billig. War nicht billig. Und deswegen. Auf dem Dorf geschlafen und das ist einfach nichts. Du liegst im Bett, öffnest die Augen und es ist einfach kein Geschrei von Schulkindern, die da rumlaufen oder so. Ja. Das ist das Ding. Also ich beneide alle, die in kleineren Orten wohnen. Ihr habt es besser, als ihr glaubt. Da müsst ihr vielleicht mal zum Einkaufen in den Nachbarort fahren. Ja. Oder wenn ihr Mediamarkt Saturn wollt, in einen noch weiteren, nächsten, größeren Ort. Aber das wäre es mir wert, ne, wenn man dafür seinen Frieden hat. Weiß nicht. Man muss mal gucken, was das Leben für einen bereithält. Ne? Ich will ja momentan für meine Oma und Opa da sein, die seit den 60er Jahren in Darmstadt wohnen. Und wenn die irgendwann mal nicht mehr da sind... natürlich noch gucken, ne, die weitere Familie. Aber wenn einen keiner mehr braucht, Alter, dann man will natürlich, ne, auch gut vernetzt sein. Ich sag mal, Kindergarten, Grundschule oder wie auch immer. Weiter in Zukunft. Die Family das braucht. Aber ich sag mal, wenn mich keiner mehr braucht, hält mich nichts mehr davon ab, in einen kleineren Ort zu ziehen. Oder wie steht ihr zu dem Thema? Ich sehe da Potenzial. Tausch mal lieber. Wuffbrötchen. Tu mal lieber den Mörchen. Also. Marshmallows. Die schmecken dir. Das ist gut zu wissen. Hä? Und die besseren schmecken dir nicht? Los. Was ist denn mit Schibania los? Lumpen. Ach, Kinders. Warum kommt denn jetzt nur Lumpenzeug? Dann mal keine falsche Müdigkeit vortäuschen. Jetzt gehen wir den letzten Weg auch noch. Was soll der Geiz? Das soll der Geiz. Ja, und deswegen, worauf ich hinaus wollte, also eigentlich ne, gibt es hier viele Aspekte, die mir extrem gefallen. Ne? Allein dieses nächtliche Flair hier und es wirkt sehr
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll. Es wirkt sehr gut versorgt hier. Überall ist Strom, überall ist gutes Internet vermutlich. Oh, das ist auch eine Sache. Internet. Das ist eine Sache, die ich vermutlich nicht zu schätzen weiß. Dass ich da halt von der Telekom Glasfaser habe. Und ich habe mal auf Twitter gepostet. Den Speedtest. Ne? 0% Deutschlands hat bessere... ich weiß nicht, Upload oder Download war es. Eins von beiden. Und nur 1% Deutschlands hat besseren... Upload oder Download. Ich wusste nicht mehr, welches war. Aber ich habe schon ein extrem krasses Internet. Boah, ich sag euch, früher, ne? Früher. Ich glaube, 2012 hatte ich Let's Test Dead or Alive 4. Richtig. Das war das erste Video, was über 1 Gigabyte groß war. Ja. Und ich habe damals in meinem noch Kinderzimmer abends den Upload angemacht. Habe dann gepennt die ganze Nacht. Und ich habe es gehasst, neben dem Computer zu schlafen, weil er noch verhältnismäßig laut war. Ja. Aber für das Let's Test Nummer 5, glaube ich, Dead or Alive, habe ich das halt gemacht. Und am nächsten Morgen wache ich auf und da steht was halt von 70% oder so. Ich weiß es nicht mehr. Aber es war noch lange nicht fertig und ich muss es noch bis nachmittags durch hochladen lassen. Das war eine Ausnahme, weil es halt sehr gute Qualität war. Das ist ein HD-Spiel und es war, glaube ich, auch kein kurzes Video. Aber trotzdem, boah. Ich habe auch früher stundenlang hochgeladen und ich komme auch aus einer Zeit, wo YouTube, wenn da einer auf dem Festnetz angerufen hat, dann war der YouTube-Upload abgebrochen. Du hast ja schon 2 und ich konnte kaum was im Internet machen vor YouTube-Upload. Also früher hat man wirklich kackiges Internet, ne? Weil man wusste es nicht besser und ich konnte es nicht bestimmen, ne? Solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst. Ja. De facto, ich musste klarkommen mit dem, was geboten wurde. Und da ist schon 2 Stunden, kann ich nichts am PC machen, weil ich uploade und dann klingelt's Telefon. Ich bin immer hingerannt zu meiner Mutter und Stiefvater und hab gesagt, nein, nicht abnehmen, wartet noch kurz. Ja, da muss ich dran gehen, ich glaube, es geht los hier und so weiter. Ne? Und dann war mein YouTube-Upload wieder abgebrochen. Ne? Dann konnte ich wieder anfangen, wieder 2 Stunden hochladen. So war das früher. Es war nicht lustig. In meinen ersten Videos... 360p Sachen. Die Videos waren, das ist nichts Falsches sagen, ich glaube, die waren um die 30, 40 MB groß. Nicht mehr. Also die haben nicht so lange gebraucht. Die 30, 40 MB haben nicht so lange gebraucht. Aber nichtsdestotrotz, es war eine Qual, die auf Neosun LPM, den Kanal, wo ihr das hier gerade guckt, das war ja eigentlich mal der Re-Upload-Kanal. Weil der ursprüngliche ist der Stream-Aufzeichnungskanal, wo ich angefangen habe. Und ich habe die alle Videos, auch wenn die nur 30 MB groß waren, hier hochgeladen wieder, damit die alle auf diesem Kanal sind. Und ich sag euch, wie es ist. Das war eine Aufgabe, die hat sich über Monate gestreckt, wann immer ich Zeit hatte, nochmal die Dinger abzuladen. Stück für Stück, Part für Part. Und heute habe ich das Glasfaser von der Telekom. Ich kann es euch jetzt nicht auswendig sagen. Wenn ihr auf meinem Twitter-Profil seid, der Link findet ihr in der Videobeschreibung, wenn ihr alles Ausklappen antippt, ne, zwischen dem Video und den Kommentaren, gibt's ja dieses Ausklappen und da sind die ganzen Links und Beschreibungen zum Spiel, dies, das. Da kommt ihr auf meinen Twitter und da könnt ihr auf Bilder gehen oder Medien heißt es, glaube ich, da würdet ihr jetzt ein paar, sag mal, Screams oder Thumbnails zu empfohlenen Parts finden und so, etc. Ich muss mal ein bisschen Streuer machen. Aber dann findet ihr bestimmt auch meinen Speedtest, wo ich das Internet jetzt hatte. Und heute sind die Videos 5 bis 10 Gigabyte groß, weil die Bitrate extrem hoch ist. Und ich habe das ja halt erst seit einigen Wochen, das Internet. Und ich sage euch, wie es ist. Da tue ich auf einmal dann irgendwann 10, 12 Videos in Uploader, die zwischen 5 und 10 Gigabyte groß sind. Nein, warum machst du diesen Move? Bitte nicht böse sein. Gut.
War noch kein Stress. Und ich gehe dann kurz die Spülmaschine machen. Weiß nicht. Fühlt sich an wie 10 Minuten, vielleicht sind es 20. Ich komme zurück, alles ist hochgeladen. Also ich sag mal, das sind dann 50 bis 100 Gigabyte? Ja, kann man sagen. 50 bis 100 Gigabyte. Wenn ich so eine ganze Woche an Videos hochklöppel. Ich nehme halt tatsächlich immer gern, keine Ahnung, 4 Parts Miitopia am Stück auf, dann 4 Parts Mother 3, 4 Parts das und das Projekt. Und so, und dann sind die Videos aufgebraucht und ich tue dann, habe ich jetzt ein, zwei Mal gemacht, für die ganze Woche die Videos in Uploader. Und das ist sofort online. Ich brauche noch nicht mal so viel Internet. Ich brauche es noch nicht mal. Aber ich genieße es. Das ist eine Sache. Das ist eine Sache. Schön, dass du zurück bist. Die ich nicht missen möchte. Das ist eine Sache. Das weiß ich zu schätzen. Und das hätte ich nicht wieder. Ich habe schon von Leuten gehört, die auf dem Dorf wohnen. Nämlich auch unter anderem der Kumpel, bei dem ich auf der Gamescom geschlafen habe. Ich glaube, ich habe es ja schon gesagt, das ist der Domme, den ihr vielleicht kennt von... da waren ein paar Parts dabei, Pokémon Sonne und ich glaube auch bei Mario Kart, bei Super Mario Party war er dabei. Und der hatte halt schlechtes Internet. Mit dem spiele ich unter anderem mit ihm mal Sea of Thieves hin und wieder privat. Und wenn ein Update kommt, ist das bei ihm, sag ich mal, No-Go. Dann ist die Sea of Thieves-Runde abgesagt. Weil sein Internet das nicht zulässt. Wir hätten nochmal Stress. Ape und Sans. Weil sein Internet nicht zulässt, dass er mal eben in ein paar Minuten das Update runterladen kann von Sea of Thieves. Solche Sachen. Da denke ich gar nicht dran. Ja? Ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, dass sie ihre Straße aufreißen müssten, um Glasfaser zu bekommen. Und ich sitze hier, ne? Und weil hier hat die Telekom halt im großen Stile ausgebaut hat, den Shit. Kann ich das auch haben? HP. Du brauchst HP. Deswegen. Nicht nur immer sehen, was schlecht ist, auch sehen, was gut ist. Ich habe kein Geld. Ausflugtickets, goldenes Peaks Mikro. Das sollte man nicht herausfordern hier, ne? Das ist einfach Quatsch, das jetzt zu wollen, aber. Ja! Mein Gott, das war knapp! Ach, weißt du was? Scheiß auf Sania, im Ernst. Nochmal. Ich brauch das Geld. Ja, 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 na! No. Komm, noch einmal das Mikro. Das ist Verschwendung hoch 10, ne? Ne, wird auch nichts. Einmal noch, das letzte Mal. Das ist der letzte Versuch. Ja, gut. Aber knapp. Gott sei Dank, du. Ein bisschen Kohle. Zwischen Tür und Angeln für meine Hauptteammitglieder. Was die anderen wollen, ist mir da fast schon Schnuppe. Ich glaube, ich lasse... ein Riesentheater wegen dem Arsch. Sag mal, seid ihr irgendwie scheiße? Seid ihr irgendwie... Ich habe echt viele jetzt. Markus, wir haben auch Stress? Nee. Oh. Ihr habt auch Stress? Dann warten wir mit den Tickets, bis sie sich alle wieder beruhigt haben, weil sonst sind die ja so gut wie verpulvert. Das ist nicht Danny in Ernst. Ne? Das ist komplett. Wir müssen den Weg noch gehen. Och, Mann, ey. Es ist doch, also... unfucking fassbar. Sowas macht mich... Also, das macht mich... natürlich wieder mal zufallsgeneriert. Abe ist da schon wieder dabei, aber trotzdem fehlt er jetzt. Ersatzlos. Hm.
Ich glaube, dass die rechte Seite besser funktioniert als die linke, denn... Dann können wir glatt dabei bleiben. Aber wie gesagt, ich werde mich da nicht stressen. Kaufen die alle ihre Sachen nicht? Ich riss... Also, boah, das war mal ein bisschen... Das war ein bisschen zu viel, mein Freund. Also, es war nur noch einer da. Ups. Ape ist wieder da. Lol. Das glaube ich, habe ich auch noch nicht gesehen in der Form. Dass er zurückkehrt, wenn er da zuvor pennte. Ich wollte schon sagen, ne? Warum ist es so ein einseitiger Weg? Toben sie sich ein bisschen aus, ne? Auf der Karte. Hallo Alien, super Alien einfach. Bei La Galapa gab es das normale Alien und hier gibt es das super Alien. Was an dir ist so super? Du bist so grün? So grün bist? Ich hätte wohl einfach einen Angriff nehmen sollen, der mehrere attackiert. Na egal. Die müssen sich alle wieder vertragen. Das geht mir auf den Schnürsenkel. Das versuche ich immer zu vermeiden, den Stress. Hat er sich mit Heisenberg wieder eingekriegt? Tiefkühlkost. Hier wird gefightet. Yeah. Das passt. Ich habe ja den Alienstab. Gonna have a bad time? Ja, Mann. Rasant gealtert. Shibanyan ist gealtert. Es ist ein Tatterkreis. Hatte ich auch mal irgendwas im Fernsehen gesehen vor Jahren. Also 10, 15 Jahre her. Aber ich erinnere mich immer wieder dran. Und zwar, kennt ihr vielleicht, wenn alte Menschen sich setzen, dass sie sich so plumpsen lassen, weil die nicht mehr so können. Und dann hat man irgendwie jungen, gesunden, fitten Menschen, also richtig sportlichen Menschen, ich sag mal, simuliert die Altersleiden. Ich weiß nicht mal, wie genau, dass die Knochen wehtun, dass sie schlecht sehen. Also wir mussten, glaube ich, eine Brille aufsetzen, wo sie dann nichts mehr sehen und so. Oder sich nicht mehr bewegen konnten. Und die haben halt alles gemacht, was alte Menschen machen. Also unwissentlich. Zufällig. Sich halt auch im Sitzen nicht richtig setzen, sondern halt das letzte Stück zum Hinsetzen plumpsen lassen. Ich sag immer Latzen dabei. Warum? Naja, solche Sachen. Keine Ahnung, warum mir das nicht aus dem Kopf geht, dieses Plumpsen lassen. So! Soll ich euch wirklich vertrauen? Was sagt denn das? Also, nicht gut. Das war eine fürstliche Portion. Ich kann aber auch nicht widerstehen. Wenn wir erstmal den Checkpot haben, haben wir eh mehr als genug. Ne? Das muss man auch einfach mal betonen. Ape. 61.000. Gib einmal die Waffe, komm. Obwohl es geht. Na doch, doch, ich komm schon. Ja! Na bitte, geschenkt. Besteht ja jetzt eine Chance, dass entweder 12.000 oder 15.000 kommen. Wenn wir den Checkpot im Casino haben. Wir erhöhen die Chance halt, wenn wir mehr Sachen kaufen. Objekt X-Behälter, natürlich. Gönn dir ein Objekt X-Behälter. Dann mach halt. Ich werde es bereuen, dass ich gleich wieder keine Kohle habe. Der Dieb, der springt manchmal so, eben gerade nicht das zweite Mal, sondern das davor. Das sah ein bisschen aus wie einfach ein Spin Dash. Sonic the Hedgehog. Warum nicht? Ich meine, ich mag auch keine Marshmallows.
Halte ich nichts davon. Aber über komisches Essen haben wir ja schon mal diskutiert. Da bietet sich dieses Projekt aber auch an, ne, über Essen zu reden. Tiefkühlkost. Gerade Abe sollte es besser wissen, ne? Just saying. Ja, die Partlänge lässt schon verlauten, Mama-Finale hier. Warte, Abzweigung. Ich mach das Level zu Ende. Also gut, schaffen wir Sektor 2 nicht direkt in einem Part. Aber wie gesagt, das kann sich auch ausgleichen. Wenn zum Beispiel Sektor 3 deutlich kürzer ist, ist möglich. Keine Bange. Keine Bange. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht Sektor 1 der kürzeste. Ich glaube sogar, so war das. Ich glaube, die werden im Schnitt immer komplexer. Deswegen. Nicht unbedingt immer einen ganzen Sektor in einem Part. Ja, mach hier. Dings hat gerade eine neue... Abe hat was Neues gelernt. Ich hoffe, das sehen wir bald. Schon wieder erfolgreich weggeklickt. Würde interessieren, was es ist. Ich guck's am besten gleich noch nach. Besser ist. Auch hier gibt's nochmals Abzweigungen. Guckt mal, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Stark. Jeder haut einmal zu. Wunderbar. Also ich bin natürlich ein Observator. Ja, Horst, da staunst du, ne? Die beiden Streuer wurden verbessert. Geil, Oma. Ärger vorbei, das ist auch schon mal wunderbar. Da werden auch neue BFFs. Ja, ich wusste, ich werde es bereuen. Blaue Herzchen klauen. Klauen ist die Katze. Ich will das eigentlich haben. Ich bin immer so gierig. So gierig. Steckt's nicht drin, ne? Ja! Nein! Ich habe kein Gefühl gerade dafür gehabt. Ich dachte, es kommt noch besser. Oh! Kein Gefühl dafür gehabt. Jetzt! Wow, war das knapp! Alles klar. Dann habe ich doch hier was bekommen. Ich muss meine Tickets noch ein bisschen einteilen. Zumindest versuchen. Astronahrung, Abwehr und HP brauchst du halt. Ne? Das hilft nichts. Marshmallow. Robosaft ist nur für die Abwehr. Astronahrung, Abwehr und HP. Leute, das war's dann für den heutigen Part, ne? Obligatorisch 30 Minuten, da setzen wir die Obergrenze. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen... Ja, natürlich! War ein super geiler Part, was ist denn los mit euch? Also gebt unbedingt einen Daumen nach oben. Nächstes Mal machen wir hier weiter und wir sehen das Finale von Sektor 2, gucken, wie Sektor 3 aussieht und vieles mehr. Und warten, vielleicht kriegen wir den großen Checkpot, mal gucken. Und wie oft wird sich Let's Play Markus noch verquatschen. Das alles und noch viel mehr im nächsten Part. Bis dann und ciao!